Ja, moin! Wir sind zurück in Civilization 6, dem einzigen Game, in dem man Kim Jong-un spielen kann. Wir befinden uns im Süden von Afrika und haben uns nach Norden durchgekämpft, wo wir dann letztes Mal Putin ordentlich aufs Maul gehauen haben. Der wohnt nämlich hier über uns. In dem Spiel gibt es aber noch weitere tatsächliche Herrscher, wie zum Beispiel die Mutti Merkel, der Trump, Macron, der andauernd unser Militär beleidigt, und noch ein paar andere hier drüben in Amerika, mit denen wir ehrlich gesagt nicht so viel zu tun haben. Wir haben letztes Mal den Angriff gegen Solikamsk ordentlich verkackt und haben dann gesagt, hey, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Städte, die wir haben. Also wir sind aktuell überall am Gebäude und Wunder erstellen und währenddessen schicken vier verschiedene Reiche auch dauernd Missionare zu uns runter. Also wir haben auch so einen kleinen religiösen Krieg mitten bei uns auf dem Grundstück, mit dem wir einfach eigentlich nichts zu tun haben. Das finde ich halt auch ziemlich frech. Aber wir bleiben natürlich unserer Natur als Kim Jong-un treu. Heißt, unser Hauptziel bleibt natürlich weiterhin, allen in den Arsch zu treten. Und scheinbar machen wir das mit LKWs, obwohl wir erst 1740 haben. Ja, das muss ich jetzt auch nicht so ganz verstehen. Was gerade mein Plan ist. Wir sammeln gerade fett Geld, weil wir jetzt endlich wieder Handelswege haben. Das ganze Geld sparen wir, bis wir da oben die Normbauteile fertiggestellt haben. Das ist eine Forschung, durch die wir eine neue Nahkampfeinheit freischalten. Nicht nur buttert die komplett, sondern warum auch immer verbessert das auch noch alle unsere Bauernhöfe und davon haben wir auch einige. Und hier kommen schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Schriftsteller. So, Leute, ich habe doch gar keinen Platz für euren ganzen Scheißdreck. Nebenbei bin ich übrigens auch noch dabei, meinen Einfluss auf alle Stadtstaaten zu erhöhen. Und beim größten Teil von denen sind wir schon souverän. Das merkt man dann an solchen Sachen, wie zum Beispiel, als ich Russland den Krieg erklärt habe, sind die ganzen Stadtstaaten von hier oben dann erstmal auch bei denen einmarschiert. Das ist ganz praktisch. Ach ja, und zwischen den Aufnahmen haben wir auch noch das Atomzeitalter erreicht. Und warum das den Kim Jong-un besonders freut, das glaube ich, muss ich euch nicht erklären. Ey, mehr Weltwunder für uns. Die brauchen so lange zum Bauen, ne? Also jetzt, wo ich die habe, weiß ich schon gar nicht mehr, für was die eigentlich waren. Aber als ich die gebaut habe, werde ich mir schon was dabei gedacht haben. Ich bekomme auch die ganze Zeit einen Bonus für große Musiker. Die habe ich legit nur ausgewählt, weil ich da +4 bekomme und bei den anderen Sachen +2. Aber wäre halt auch funny, wenn jetzt Taylor Swift nach Nordkorea kommt. Ich entschuldige mich übrigens auch dafür, dass man meine Städtenamen so extrem beschissen lesen kann, aber diese Farbkombination ist auch straight aus der Hölle. Kim Jong-un ist halt kein Modedesigner. Die Normbauteile sind fertig. I think you know where this about to go. Junge, die kosten 1300. Ich kaufe die trotzdem. Ja, ja, Winnie Pooh findet mich scheiße. Das ist okay für mich. Die russische Stadt hier unten ist ja komplett abgekapselt vom Rest. Also der sollte hier auch keine Einheiten irgendwo versteckt haben, außer der kauft halt hier direkt welche. Ich hoffe halt, ich überschätze nicht schon wieder meine eigene Angriffskraft. Aber wir haben stärkere Einheiten plus wir haben jetzt Schiffe. Das muss doch eigentlich klar gehen, dass wir die jetzt ausradieren, oder? Nächste Runde bekommt Putin wieder aufs Maul. Mit den ganzen Stadt Starten möchte ich mich ja eigentlich nicht anlegen, ne? Und alles hier rüber zu frachten wird wahrscheinlich auch schwierig. Heißt, wir würden danach wahrscheinlich irgendwann Richtung Deutschland oder Amerika weitergehen. Also hier Heidelberg und Philadelphia, ne? Nicht das richtige Amerika da drüben. Putin hat gute Verbindungen mit der Merkel. Ja, dann wissen wir ja gleich, für wen wir als nächstes gehen. Jetzt erstmal wieder eine Runde komplett kassieren, während meine Einheiten noch auf die Stadt zulaufen. Ja, und Merkel steigt gleich mit ein. Und der Arzt ja auch noch, Junge. Wer hat denn dich gefragt? Oh, jetzt gibt's von allen Seiten komplett eins auf der Hucke. Nur meine Armbrustschützen wehren sich irgendwie noch. Die haben eigentlich eine Angriffsreichweite von 2, ne, aber die kriegen das trotzdem nicht hin. Heißt, die stehen im Moment noch dumm im Weg rum, ne, aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Die Infanterie kriegt schon sehr wenig Schaden im Vergleich zu dem, was wir vorher immer kassiert haben. Wir müssen nur schauen, dass der hier währenddessen nicht Edgy Badge aufs Maul gibt. Ich lasse dann alle meine anderen Städte immer komplett unverteidigt irgendwo stehen. So, ihr greift an und ihr greift an und ihr greift an und ihr greift an und surprise, surprise, ihr greift an. Also, wenn es jetzt keine Überraschungen gibt, können wir sogar mit den gleichen Einheiten danach noch weiter marschieren. Ey, wir haben die City. Wir gehen die respektlosen Namen für die Städte von Putin aus. Ja, Putins Pimmelwurst. Die Stadt behalten wir. Alter, die hat ja schon wieder gar nichts. Wieso haben deine Städte nicht mal einen Kornspeicher? Also wirklich Putin, ne? Hier oben, wo er noch 2 Städte hat, hat er aber leider auch ein bisschen mehr Verteidigung. Heißt, die kommen mit lauter Einheiten ran. Plus, mein Schiff kann bei Tula nicht wirklich mithelfen, sondern erst wieder bei Kasan. Der darf also schon mal da hochfahren. Wir kaufen auch noch eine Infanterie. Und dann wird das schon alles, oder? Was hat er hier eigentlich für ein komisches Symbol, Junge? Das sieht aus wie eine Toilettenschüssel. Ich stelle die Leute gerade mit ein bisschen Sicherheit zur Stadt auf. Einfach, damit die sich auch nochmal heilen können, bevor wir da alle reingehen. Oh, weniger Kampfstärke, Reduktion, wenn wir verletzt sind. Jo, das klingt doch gerade ganz praktisch. Also die Stadt, die wir gerade eingenommen haben, die hat richtig viele Ressourcen. Da gehen wir mal wieder eine Runde alles ranholen. Wir können auch mal anfangen, Spione auszubilden. Die können wir noch in gegnerische Städte reinschicken. Die können dann entweder was sabotieren oder Dinge klauen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal dafür. Ach, guck mal, und genau jetzt können wir diplomatische Politik ändern und haben da +50% Produktion für Spione her. Perfekt. Ich meine, natürlich ist alles Teil von meinem Plan. Oh, wait, mein Schiff muss jetzt mitten durch Arabien durchfahren. Mit dem bin ich ja auch im Krieg. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, da klatscht jetzt einmal fett auf mein Schiff drauf. Ja, scheiße. Was hat der hier überhaupt für ein Militärkomplex mitten auf diese kleine Insel draufgesetzt? Ist ja auch maximal goofy. Forschungslabor, jawohl, da gehen wir für. Wir müssen auf jeden Fall
jeden Fall als erstes die Atomraketen haben. Ey Junge, wir sind Kim Jong-un, das ist ja wohl selbstverständlich. Unsere Einheiten sind wieder alle full life, heißt für die Russen, jetzt knackt's und knallt's. Okay, sind auch noch Barbaren, die helfen mir auch noch. Okay, ich habe ja nichts dagegen. Bisschen weird, aber ist okay für mich. Die Stadtverteidigung wird jetzt einfach wirklich auch genutzt, um die Barbaren zu vertreiben. Ja, unsere Infanterie ist jetzt einfach wirklich zu stark für Russland. Also auch wenn wir Damage nehmen, ne, wir bekommen dann irgendwann Beförderungen und heilen uns damit einfach wieder full life. Und hier haben wir gerade das Geländefeld, heißt, meine Armbrustschützen dürfen tatsächlich auch mal über Reichweite angreifen. Ey, das ist wirklich alles perfekt. Und die Barbaren hauen auch weiter mit drauf. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass die Barbaren quasi den letzten Hit machen und dann gehört die Stadt den Barbaren. Es wäre nett, wenn die Barbaren hier nicht den Herrschaftssieg holen. Junge, was hat denn Paris alles? Junge, Paris ist die einzige Stadt bei meinem Spion, bei der ich hier weiter scrollen kann. Heißt, die Spione kommen jetzt erstmal alle nach Paris. Und wir stehen auch noch auf Bauernhöfen. Stimmt, die können wir auch noch plündern und uns darüber heilen. Die armen Russen, wirklich, die nutzen gerade alles einfach nur, um diese scheiß Barbaren zu bekämpfen. Haben wir die Stadt schon? Okay, ist schon erledigt. Jungs, wir marschieren weiter. Du, mein Freund, heißt jetzt Lümmelbert und du bist mal wieder so unproduktiv wie nur irgendwie möglich. Junge, der Infanterie kostet 950 Runden. Alter, der Iran ist schon wieder aus dem Atomzeitalter raus, im Informationszeitalter. Wirklich, die hängen uns komplett ab. Wir müssen das irgendwie durch unsere riesige Anzahl an Städten wieder einholen. Und durch unsere 30 Spione, die wir jetzt alle nach Paris schicken. Ich kann eine Kanalisation bauen, die gibt plus 2 Wohnraum. Ja, genauso soll das bei einer Weltmacht aussehen. Alle hausen in der Kanalisation. Für die letzte Stadt darf sogar jetzt auch wieder das Schiff mitkämpfen. Aber okay, nevermind. Junge, ich wollte jetzt in der Runde hier erst hinlaufen, ne? Die Stadt ist schon im Arsch. Oh, gönnt euch. This is not possible. We are a country of winners. Ne, Putin, es tut mir leid, aber ich muss jetzt drücken auf Wiedersehen. Wir halten deine letzte Stadt in Ehren und nennen sie Kackibert. Kann ich jetzt aber bitte mal Frieden mit dem Atzen da oben machen? Da wäre doch mein Herz allerliebst. Ich bin dann jetzt auch noch mit Deutschland im Krieg. Die Frage ist, soll ich da einfach reinlaufen? Deutschland ist übrigens dem Islam beigetreten. Auch wild. Ey, ganz ehrlich, Heidelberg ist hier so abgesondert vom kompletten Rest. Was haben wir eigentlich zu verlieren? Wir müssen halt nur respektieren, dass die schon ein bisschen moderner sind als die Russen. Ne? Den Russen haben wir so in den Arsch getreten, die sind halt irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Aber man sieht es hier auch schon an den Häusern, ne? Deutschland ist da schon ein bisschen moderner unterwegs. Ja, ja, du bist ein Loser. Was will denn jetzt eigentlich der schon wieder von mir? Oh, wir haben eine neue Regierung freigeschalten. Ja, wahrscheinlich, ne? Wir haben eine Demokratie freigeschalten. Ich gehe in Nordkorea auf Demokratie. Und wenn da steht, du bekommst 3000% auf alles, ne? Das kann ich hier im Roleplay nicht bringen. Auch wenn mir das echt viele von diesen Karten gibt. Nee, wir bleiben bei der Handelsrepublik. Auf der anderen Seite, der Totalitarismus klingt halt auch interessant. Ne, wir können auf Faschismus gehen, dann kriegen alle unsere Einheiten einen Bonus. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Finde zumindest ich. Die Spione sind in Paris angekommen. Ich würde gerne denen ein bisschen Technik wegnehmen, ne? Weil guck dir das mal an, Alter. Die haben übelst die fette Kultur. Die sind total fortgeschritten. Es ist zwar risky, aber wir gehen dafür. 37%. Ja, wir machen's. Währenddessen werden wir fett von Heidelberg bombardiert, weil meine Einheiten wieder so extrem langsam sind. Ein absolutes Träumchen. Was haben denn die eigentlich so viele Tribocke rumstehen, Alter? Triböcke? Tribox? Einfach 3 Stück von den Zipfeln. Ich kann also wieder mein ganzes Geld ausgeben, hier überall Kornspeicher und lauter so einen Bums hinzusetzen. Wirklich, der Putin hat sich halt um gar nichts gekümmert. Die Deutschen kriegen Panik. Die wollen mich für Frieden bezahlen. Ja, scheiße gelaufen für euch, wa? Hätten wir mal nicht Heidelberg mitten in Saudi-Arabien reingesetzt. Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen? Hier ist nur Wüste, ne? Das ist ja fast so dumm wie Kim Jongs Unterbumpeln. Aber auch nur fast. Kim Jongs Unterbumpeln ist schon meine selten dämlichste Stadt. Wir haben hier einen großen Händler. I don't mind if I do. Heidelberg hält wirklich nicht viel aus. Ja, und wenn ihr mit noch 100 Mal einem Tribok kommt, ne? Ich bin Kim fucking Jong fucking Un. Da habt ihr gar nichts zu melden. Heidelberg wird zum Klabusterbärberg. Wer nicht weiß, was Klabusterbären sind, bitte einmal googeln und ganz wichtig auf Google Bilder gehen. Das macht nämlich besonders viel Spaß. Es ist halt jetzt irgendwie unpraktisch, weiter Deutschland anzugreifen, weil die sind halt eigentlich hier drüben im originalen Indien. Und die sind ja auch verhandlungsbereit, weil die wollen ja Frieden. Heißt, ich würde sagen, wir schließen Frieden mit Deutschland, heilen unsere Truppen wieder hoch, warten auf den Totalitarismus, den wir da oben freischalten und dann kriegt der Trump als nächstes eins auf den Deckel. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan, hier ein konstruktiver Teil der Weltwirtschaft zu werden. Ja, und mittlerweile so viele Städte, ne? Ich kann gar nicht mehr darauf achten, was die alle produzieren. Die kriegen jetzt alle einfach alle möglichen Upgrades, weil man gönnt sich ja sonst nichts. So, Mutti Merkel, wie viel zahlst du mir für den Frieden? Oh, die kann mir nur 2 Gold pro Runde geben, weil die nicht mehr einnimmt. Aha, Salpeter gibt sie mir auch noch. Wir nehmen die auseinander wie eine Weihnachtsgans. Ne, Seide will sie auch nicht. Okay, wir nehmen den Salpeter und 2 Gold. Ist das vielleicht geil? Ich sehe auch gerade, wir haben ja schon wieder viel mehr Handelswege. Heißt, da holen wir auch noch mehr ran. Yippie, mehr große Musiker. Habe ich überhaupt irgendeinen Slot, wo er seine Werke einbringen kann? Nee, oder? Ja, so kultur
kulturell sind wir dann auch wieder nicht. Aber schön, wenn ihr bei mir seid, dann seid ihr nämlich nicht bei der Konkurrenz. Warum? Warte mal, hier drüben ist Manhattan? Ach so, das ist ein Stadtstaat, Alter. Ich dachte schon, Trump hat hier einmal komplett rüber expandiert. Hätte ich funny gefunden. Alter, wir haben jetzt hier zwei Musiker, die beide nichts machen können. Ja, I'm sorry. Ich weiß, ich habe ausgewählt, dass wir extra viel auf Musiker gehen, ne? Aber ich kriege da halt einen dicken Bonus. Das sieht halt gut aus. Mir egal, ob ich das brauche oder nicht. So ein bisschen nordkoreanische Marschmusik ist doch geil. Ja, merci, mein Spion wurde getötet. Oh Mann, ey. An sich sind meine Einheiten jetzt ready. Ich kann auch nochmal so eine Bombarde kaufen. Das ist nochmal eine Fernkampfeinheit. Diese Cincinnati wird halt richtig scheiße anzugreifen, weil du einfach nur von einer Seite hinkommst. Ganz ehrlich, ich lasse die jetzt alle hier hoch rotieren und wir gehen einfach direkt auf Philadelphia. Ja, ihr deutschen Missionare, ihr steht jetzt ein bisschen im Weg, ne? Da steht ihr gerade wirklich, wirklich ungünstig. Why are your soldiers near my border? Are they admiring the wall? Ja, ja, meine Truppen, die ziehen nur vorbei, weil wir haben noch die eine Runde gebraucht, um jetzt den Faschismus zu haben. Euer Volk freut sich. Ich glaube nicht. Diese ganzen Kampfverbesserungen bringen mir ungefähr gar nichts. Aber egal, hier, wir nehmen noch einen großen Händler mit. So, Trump, my boy, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Das wird jetzt auch wieder eine Überraschung, wer jetzt sonst noch mir den Krieg erklärt, weil die mit Trump verbündet sind. Ja, wer rennt denn eigentlich heutzutage noch mit einem Speer rum, ne? Also, der kriegt jetzt erstmal komplett aufs Maul. Profisport mit Stadien, ne? Damit können wir vielleicht unsere Bevölkerung davon ablenken, was ich hier eigentlich für Kriegsverbrechen mache. Und nein, er zieht mit seiner Kloschüssel davon. Ich glaube, Linieninfanterist ist schlechter als der normale Infanterist. Also, ich hoffe das zumindest. Junge, Philadelphia geht auch instant down, Junge. Wie stark sind meine Einheiten? Die haben halt auch mittlerweile alle 2, 3 Upgrades mitbekommen, ne? Weil die sich immer wieder zwischendurch heilen und einfach weiterkämpfen. Du bist jetzt Trumps Trompetenscheißerei. Mir sind keine besseren Alliterationen eingefallen, okay? Wieso zum Fick hast du schon wieder keinen Kornspeicher? Oh, geil, wir bekommen jetzt bald die Luftfahrt. Junge, Doppeldecker mit Nahkampfstärke 80. Das ist noch stärker als die, die ich jetzt habe. Und die sind halt übelst speedy. Fernkampfstärke 75 mit Reichweite 4. Alter, ich baller von den Klabusterbären bis nach Cinnaminati rein. Junge, mein anderer Spion ist auch draufgegangen. Wirklich, was seid ihr eigentlich alle für Lappen? Ah, meine Nahkampfeinheiten können auch direkt vom Schiff aus angreifen. Das ist natürlich richtig geil. Ich muss jetzt aber erstmal hier oben erkunden, wie viele Städte hat der Trump denn hier eigentlich noch? Oder anders ausgedrückt, wie viel können wir ihm noch wegnehmen? Wird auch mal wieder Zeit, meine ganzen Leute aufzubessern. Und zack, dann sind die wieder alle full hive. Was gibt's Schöneres? Was haben wir hier? Baltimore. Da kann ich bitte wieder rausgehen. Der eine Typ halb tot wird das jetzt wahrscheinlich nicht einnehmen. Der kriegt jetzt fett eins auf die Schnauze. Und hat dadurch eine Beförderung verdient. Ja, sehe ich genauso. So, Cincinnati ist gefallen. So, ich konnte den Namen schon vorher nicht aussprechen. Deswegen habe ich ihn jetzt nochmal ein bisschen schlimmer gemacht. Kann man wahrscheinlich wieder im Video nicht lesen, weil diese Farbkombination nicht vernünftig aufgezeichnet werden kann. So, Junge, das ist einfach so schlecht zu lesen. Es tut mir ja leid. Ich finde es auch praktisch, dass Trump absolut keine Verbündeten auf der ganzen Welt hat, ne? Also niemand verteidigt den Atzen. Die haben hier die Pyramiden und da ist Washington. I mean, wir könnten erst Baltimore holen, aber wir können auch direkt auf Washington gehen, ne? Das hat auch nur eine Verteidigung mehr. Wir haben halt am Anfang so gestruggelt mit so einzelnen russischen Städten, ne? Und jetzt gerade, wir marschieren einfach nur so durch. Es ist halt schon geil, ne? Der Broadway gibt 2 Plätze für große Musikwerke. Der dauert zwar 60 Runden, aber den bauen wir jetzt einfach mal. Weil meine 2 Musiker stehen hier auch seit 200 Jahren rum. Und wenn du wissen willst, ob wir Trump noch komplett ins Maul treten und ob der Iran uns maximal abhängt in ungefähr allem anderen, dann schalt auch gerne das nächste Mal wieder ein und bis dahin, ciao!